Und dann ist halt jetzt im Winter super zu üben, weil da hat man natürlich viel Zeit. Man muss sich nicht einschlammen, da seht ihr sie wieder. Hi, hier ist Marc und ich bin heute nicht alleine, ich habe die Tanja dabei. Hi. Heute haben wir ein wichtiges Thema, weil wir merken, das juckt den Leuten immer unter den Nägeln, und zwar Manual. Guck mal da, Junge. Kann man den in relativ kurzen Zeitraum lernen? Ist überhaupt lernbar? Manche Leute sagen, ich bin schon seit Jahren dran und knapp, das kriege ich es nicht hin. Wir haben da einige Fahrtechnik-Videos im Kanal, die verlinke ich jetzt nochmal unter dem Video. Aber ich finde einfach, Tanja hat eine super Erfolgsgeschichte mit dem Manual. Und das möchte ich mit euch einfach mal teilen, dass ihr auch wirklich motiviert seid, da dran zu bleiben. Wie bist du denn auf das Thema Manual gekommen? Ja, also es war so, im Bikepark habe ich halt oft Leute gesehen, die Manual fahren. Und es hat mich immer ziemlich beeindruckt. Ich habe halt immer gedacht, wow. Und irgendwann war halt der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte es jetzt auch können. Und ich möchte es halt selber fühlen und nicht nur bei anderen gucken. Und dann, da habe ich angefangen, nach Fahrtechnik-Videos zu schauen. Da habe ich auch direkt die Videos von Marc gesehen. Und ja, habe auch ziemlich sofort angefangen, loszulegen mit dem Üben. Und war schwierig. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich gucke, ob ich einen Kurs mitmachen kann. Da habe ich gesehen, dass es auch Fahrtechnik-Kurse gibt von Marc. Und ja, dann habe ich mich angemeldet. Ja, das war letzte Saison. Genau. Und für mich natürlich einfach mega schön zu sehen, wenn ich merke, da ist jemand, der Biss hat, Ehrgeiz hat, weil gerade so Manöver, die jetzt nicht nur technisch, sondern auch mental fordernd sind, so wie der Manual, da muss man dranbleiben. Und viele geben halt auf, weil sie merken, es geht nicht von heute auf morgen. Und da habe ich bei ihr gemerkt, da ist auf jeden Fall der Biss. Und konnte natürlich dann auch so ein bisschen verfolgen, wie sie das geübt hat. Hat sie nochmal einen Kurs gemacht. Und was war für dich denn so der springende Punkt, wo du gemerkt hast, das sind so kleine Dinge, die dir viel gebracht haben, wo du gemerkt hast, da ging noch was vom Potenzial? Ja, also der erste Tipp, den du mir halt so gegeben hast, das war halt eben dieses Hände nach vorne schieben. Das hat bei mir schon so einen Klick ausgelöst, ja. Und das war dann Hände nach vorne und oben. Da habe ich schon irgendwie ein ganz gutes Erfolgserlebnis gehabt. Und dann, was halt auch eben noch kam, war dieses mit den Fersen, wo du halt auch, also du hast es dann halt nochmal bei mir gesehen, dass ich halt manchmal die Fersen so nach oben nehme und dass du halt gesagt hast, halt die Fersen unten, und das hat das Ganze nochmal stabiler gemacht und ich konnte ihn halt wesentlich länger halten. Das waren so meine zwei Punkte, wo ich gesagt habe, jetzt, ja. Ja, also da habe ich die ja beobachtet und konntest dann die Fortschritte sehen. Das habe ich durch bei Wiederholungstätern in den Fahrtechnikkursen, kann ich das immer sehen. Hat der oder diejenige auch wirklich geübt oder kommen die wieder in Kurs, um wieder reinzukommen? Aber dazwischen ist nichts passiert, ne? Genau, und wir werden uns jetzt mal die Fahrräder schnappen. Die seht ihr hier, nur damit ihr jetzt nicht denkt, liegt es am Fahrrad oder so. Mein Polygon kennt ihr mit 26 Zoll Laufrädern, das von Tanja. Das Trike hat 27,5 Laufräder, ist auch mehr All-Mountain Enduro, meins ist mehr Freeride Bikepark, und Manual geht halt wirklich mit allen Rädern. Man kann, zum Beispiel hat Tanja hier ihr Cockpit getuned mit einem kürzeren Lenker, kürzeren Vorbau, sorry, und das sind Dinge, wo ich manchmal auch den Leuten noch, obwohl sie es im Video schon gesehen haben, nochmal sage, du, da geht noch was. Es gibt auch noch Kombinationen, zum Beispiel der Lenker hat relativ hohen Rise, das macht es auch einfacher. Genau. Wir schnappen uns jetzt mal die Räder und machen ein bisschen Manuals und geben euch noch ein paar Tipps dafür. Also ich bin jetzt hier, wir haben hier eine leicht abfallende Straße und da kann man super Manual üben. Bergauf, wenn man will, ein bisschen Wheelie. Und Tanja fährt sich ein bisschen warm und übt ein bisschen. Ja, da seht ihr schon. Okay, also da habt ihr gesehen schon, ich würde schon mal sagen, ziemlich massiver Manual. Selbst ich, weil ich halt, ich kann den Manual schon lange, aber ich übe nicht. So, jetzt Gas! Da konnte ich mal den kompletten Berg runtermanualen. Da, beim Bergauffahren wird einem warm. Da fand ich jetzt ihren Manual schon sehr beeindruckend. Und vor allem, weil ich hier gesehen habe, wie es vorher am Anfang war, wo sie diesen Street-Bereich kaum gefunden hat. Also, oben holt ihr erstmal Luft. Bitte auch macht das so, wenn ihr dann neu anfahrt. Da hinten seht ihr sie verschwinden. Immer erstmal oben Luft holen, dass man auch entspannt ist und die Muskulatur bereit ist für den Manual. Und genau.
Und dann ist halt jetzt im Winter super zu üben, weil da hat man natürlich viel Zeit. Man muss sich nicht einschlammen, da seht ihr sie wieder. Genau, okay. Also, man kann mal eben auch im Dunkeln durch Straßenlaternen, wenn da keine Leute einen stören, super gut den Manual lernen. Also das wird euer Manual-Winter. Kann ich euch wirklich sagen, so habe ich es damals auch gelernt. So, liebe Leute, der Manual hat einen wichtigen Sicherheitsaspekt. Es besteht die Gefahr, dass auch viel, was das Mentale ausmacht, dass man nach hinten fällt. Deswegen ist der Bremsfinger als Rettungsanker enorm wichtig und der ist nicht von Anfang an automatisiert. In dem Moment, wo ihr den Impuls gesetzt habt und merkt, ihr kommt gut in die Phase rein, in den Manual-Bereich, muss es am Anfang mal passieren, dass es ein bisschen zu viel war und dann muss der Finger kommen, weil sonst fällt man nach hinten. So, das heißt, eine Übung für euch, für eure Sicherheit, werde ich mal vormachen. Bevor ihr dann euer Manual-Training intensiviert, macht am Anfang mehrere Wiederholungen mit Manual-Impuls, also klein machen, Lenkrad wegschubsen, Manual gehen und dann beendet ihr den ziemlich frühzeitig mit der hinteren Bremse. Am Anfang das ein paar Mal wiederholen. Die Übung nennt sich Manual zur Bremse und ich mache es euch mal hier direkt vor. Also, ganz klein Impuls setzen zur Bremse, zack, und das Vorderrad fällt runter und das wiederholt ihr ein paar Mal, Manual-Impuls zur Bremse, damit ihr dieses Gefühl dafür kriegt und in dem Moment, wo ihr mal zu viel zieht und ihr so einen kleinen Schockmoment habt, so, dass ihr da nicht erstarrt und gar nichts macht, sondern dass der Finger kommt. Also Manual zur Bremse bitte in die Übung mit reinnehmen, damit ihr keine traumatischen Erfahrungen macht, das heißt nach hinten fallt, euch prellt, verletzt, sowas bremst einen natürlich ein beim Manual üben. Also wenn ihr jetzt im Winter viel übt, zieht euch gute Klamotten an und dass ihr auch warm seid. So, also da kommt sie im Manual. So, da seht ihr schon, man kann auch ein bisschen stylen, das Vorderrad einschlagen. Genau. Und eine ganze Straße nutzen, das heißt auch dann wieder weiter in Manual gehen. Okay, sehr, sehr schön. Ja, also Tanja hat sich warm gefahren, hat ein paar Manuals gezeigt. Und ja, wie lange hast du denn gedacht vor, dass du es lernen kannst, wie lange du brauchst und wie lange war es dann im Endeffekt? Wie hast du das so durchgehalten? Ja, also am Anfang habe ich so gedacht, dass ich so nach einem Monat kann ungefähr, weil ich habe auch täglich geübt und habe am Anfang auch die Stunden gezählt und ja, es wurde dann doch ein bisschen längerwierig und also ich sag mal so, vielleicht ein halbes Jahr sollte man sich halt schon einplanen, dass es dauern kann, ja. Um den Dreh, je nachdem wie viel man halt auch übt, ob man jetzt täglich übt und also ich war da schon auch sehr dran und ja. Also das kann ich bestätigen. Ich sehe es ja, also als sie das zweite Mal im Kurs war, das war, habe ich jetzt gesehen natürlich, der Erfolg schon dabei, aber auch natürlich die Arbeit, in Anführungszeichen die Mühe, die dahinter steckt, das dauert halt wirklich. Es ist natürlich viel tagesformabhängig, aber ich kann euch sagen, und das ist auch meine Story von damals, als ich Teenager war, ich habe damals Bobby Root in New World Disorder 1 gesehen, habe gedacht, ich will auch so Manual können. Und ich habe auch lange gebraucht, aber ich habe auch alle Fehler, die man so beim Üben machen kann, gemacht, ja. Das heißt, ich habe auch keinen Pfad in den Kurs gemacht und damals gab es halt auch kaum Anleitung. Da gab es vielleicht eine Anleitung, so geht der Manual, aber da stand dann nicht drin, so lernst du den Manual. Das heißt, ich musste ein bisschen die harte Tour und das möchte ich euch ersparen. Ich setze mal unter das Video einen Link. Da habe ich für MTB News einen Pfadtechnikartikel gemacht, wo ich so sehr ausführliche Tipps mit den Lernschritten, mit so ein paar Methoden, die ihr machen könnt, damit ihr wirklich nicht zu viel macht, aber die meisten machen eher zu wenig, üben vielleicht nur am Wochenende, auch ein bisschen die psychologische Komponente, das, Komponente und das Mentale, da habt ihr noch ein paar gute Tipps dabei. Und hast du denn auch mal so gedacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das dauert zu lange, oder wie hast du das ja einfach geschafft, dann dran zu bleiben? Ja, also es gab schon ein paar Phasen, wo ich echt auch sauer war, wo es nicht so geklappt hat. Und da war ich halt auch froh, dass du mir so mentale Tricks gegeben hast und mentale Tipps, dass man halt auch das mit dem Positiven, dass man halt immer auch an den Spaß an der Sache denkt. Weil nur so wird es halt auch so, wie man es sich eigentlich wünscht und dass man halt auch die kleinen Erfolge sieht. Aber es gab schon manchmal ein paar Tage, wo ich echt geflucht habe auch. Aber irgendwann, wie gesagt, ich habe ja die Stunden gezählt und dann habe ich so gedacht, hey, jetzt habe ich so 30 Stunden, was ja eigentlich nichts ist, schon geübt. Und jetzt bleibe ich auch dran, jetzt höre ich nicht mehr auf. Ich wusste, ich will es einfach können. Und es lohnt sich halt extrem, weil das ist halt schon Hammer eigentlich, wenn man das dann macht und also, ja. Also der Manual macht schon süchtig. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, ist das jetzt der reine Poser-Move, einfach um anzugeben, wenn du vom Bikepark dir das Stück von Ende der Strecke bis zum Lift mal schön Manual ziehen, weil es einfach cool aussieht.
Also die Kontrolle auf dem Bike, die wird besser. Man kann den Manual auch nutzen, um Wellen abzusurfen. Man kann durch Schlammlöcher durchsurfen. Also man muss jetzt vielleicht nicht hunderte Meter manualen können, aber einen Manual Impuls mit einer anschließenden Manual Phase kann ich wirklich jedem fortgeschrittenen Biker empfehlen. Und da dran zu bleiben und ja, deswegen die Motivationstipps. Und jetzt noch ein fahrtechnischer Tipp, den ich euch jetzt am Schluss nochmal gebe. Wie gesagt, die Videos mit allgemeinen Tipps, lange Manuals lernen und so, sind ja unter dem Video verlinkt. Und zwar ist es so, dass wenn man den Wheelie bereits kann, dann kann es natürlich passieren, dass man diese Technik im Wheelie, also so war es bei mir früher, den Berg runter gewheeliet, ohne zu treten, aber nur mit der Bremse schleifen lassen, schön zurücklehnen. Und dann habe ich dieses Schleifen der Bremse, die ich beim Manual, normalerweise die Bremse eher so als Rettungsanker habe und mehr mit der Körperarbeit, den Sweet-Bereich halte, habe ich mir dann auch übernommen und das sieht man in den alten Videos, das zeige ich jetzt mal kurz. So, und da sieht man, wie das Vorderrad so ein bisschen wackelt, weil ich im Manual eigentlich die Wheelie-Technik mit der Hinterradbremse gemacht habe. Deswegen empfehle ich, variiert da ruhig und konzentriert euch auch drauf, dass ihr die Manual-Technik, ähnlich wie bei den MX-ern oder bei den Dirtbikern, die das Vorderrad nicht ganz so weit oben haben und wirklich viel mit der Beinarbeit das machen, einfach zu übernehmen und da dran zu bleiben. Ja, dann danke ich Tanja. Ich bedanke mich bei dir. Und sie hat auch einen YouTube-Kanal, sie macht Bikepark-Trips und so, schaut da gerne mal rein, verlinke ich drunter. Und wir sehen uns im nächsten Video und bleibt dran, Manual Wheelie, schafft ihr!